Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist Yield hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game für den Game Boy. Heute ärgern wir so ein bisschen die Amy, die Girls hier beim Pool. Und zwar mit unserem wunderschönen Elektro-Deck. Mit den legendären Zapdos, ist da dreimal drin und es geht richtig ab. Hi James! Schön, dich wiederzusehen. Bist willkommen, um das Pokémon-Sammelkartenspiel zu spielen? Okay, die gleichen Regeln wie ihr habt. Ein Match-Duell mit 6 Preisen. Go, go, Regentanz-Deck. Ja, ich glaube, die Regentanz werden wir nicht erleben. Ich lasse nämlich nicht zu, dass du einen Tour-Talk bekommst. Ich lasse es einfach nicht zu. Wir haben hier das fliegende Pikachu. Und noch mehr Pikachus, ganz viel Pikachu. Kann halt sehr schnell sehr viel Schaden machen, deswegen nehme ich das. Flug-Pikachu auf Bank. Der wunderbaren Kampfresistenz, die wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist. Aber hey, was soll's. Ah, da sind ja nur Pikachus drin, da sind jetzt die Zapdosse. Just wait. Oh nee, jetzt geht das blöde Krams los hier mit Rauchwolke und so. Klasse, klasse, ich kann kotzen. Okay, der Bill macht mich sehr glücklich. Und noch ein Bill. Wie wär's mit noch ein Bill? Oh, Elektzeck. Das Beste überhaupt. Computersuche für Reitschuh werde ich auf jeden Fall gleich machen. Und noch ein Train. Ja. Können Sie trotzdem probieren, hier anzugreifen. Vor nichts, war mir schon klar, wenn wir uns entwickeln zum Reitschuh, dann sollte es so egal sein. Aber Reitschuh braucht, glaube ich, dreimal Blitzenergie. Das ist natürlich nicht so cool. Da ist die Blitzenergie. Ach, Trank, ich suche mal das Reitschuh raus. Dann spiele ich mit dem Professor. Ja, sogar Tauboss ist hier drin, ihr Lieben. Da ist das geile Zapdos, dieses unfassbar geile, obercoole Zapdos. Ja, ich liebe das Deck. Ist auch nicht Reitschuh ist beim Preis. Reitschuh ist wirklich beim Preisen. Leute, ist das Reitschuh nicht. Ja gut, dann nehme ich jetzt das ultra coole Zapdos. Habe ich jetzt auch eher weniger Probleme mit. Donnerschläge. Ein random Pokémon kriegt 30 Schaden und trifft natürlich einen zu meinen. Ist mir aber auch egal. Es kann auch seine eigenen treffen, das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen war ich da einmal so salty, weil Sven einmal so viel Luck hatte. Und noch ein Zapdos, geil. Ich bin da eins von mir geschockt. Auch cool. Egal. Achso, geht nicht. Tauwurst, Tauboga, Taubsi, ja, toll. Nächste Runde. Cool, dieses Pikachu ist komplett nutzlos. Normalerweise. Ja, okay. Okay. Boah, ich verliere gerade mein Elektro-Deck, ne? Ich hab aber auch ein Pech, ey. Keine Münze trifft. Zapdos trifft meine eigene Bon. Das Zapdos ist natürlich auch stark, wenn es in den Angriff kommt. Oh. Panzerschutz, mir egal. Der Biss, der jetzt ultra viel Schaden gemacht hätte, der wäre schlimmer gewesen. Electro Energy, natürlich Electek. Die müssen wir jetzt ready machen. Nochmal, Professor Eich, mir gefällt die Hand nicht. Noch ein Electek, sehr geil. Hier ist das andere Pikachu. Ein Bill. Ein Pokéball. Warum habe ich hier einen Pokéball reingepackt? Na gut, okay. Klappt ja eh nie, deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. So, Electek, da ist er. Selbst wenn sie jetzt aus Schillock Turtok macht, kann sie Electek nicht besiegen. Ja, doch. Also ganz viel Wasserenergie hat.
Kannst du auch mal ein bisschen Pech haben, Mädchen? Ja, super. Geht doch. So, und hier ist die nächste Elektroenergie und jetzt wird abgerechnet. Computersuche. Kangama weg, Pikachu weg und suchen uns mal Schönes raus. Hier wäre es zum Beispiel ein Trank. So, jetzt Dönerschlag. Und ich habe tatsächlich mal Glück. Und das war es schon mit Chillock. Kein Twitter. Für unsere liebe Amy. Boah, das Elektrik, das ist so overpowered. Das ist Raichu. Wir haben ein bisschen spät. Kumpel. Du bist ein bisschen spät. Ich glaube, das Lapras hat nur eine Pflanzenschwäche. Ist auch ein bisschen hoch. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Wir werden es jetzt herausfinden. So, jetzt machen wir mal die Zapdos ready. Raichu. Ja, komm. Boah, das ist viel Energie. Schlecht ist auf jeden Fall nicht das Raichu, ne? Dönerschlag! Bei Zahlen immer 10 Schadenspunkte für sich selbst. Oh doch, es hat Elektroschwäche. Ist ein bisschen nervig, aber dafür, dass es so powerful ist, kann man das akzeptieren, I guess. Sie rüstet ihr Golking nicht aus. Guck, das Golking entwickelt das Pokémon, macht nur 30. Und hat genauso viel Energie wie Electek. Deswegen ist Electek, das ist einfach sowas von lächerlich overpowered. Muss man einfach mal sagen, ne, wie es ist. So, Dönerschlag. Wupp. Das reicht natürlich nicht. Nur 60. Hätte ich jetzt einen Defender im Deck, könnte den Schaden zum Beispiel ja, auf 0 setzen. Den Rückstoß. Was auch vor eigenen Rückstoßschaden schützt. So, Zapdos, mein Kumpel. Kann auch meine eigenen treffen. Ich will jetzt nicht riskieren. Zapdos ist echt zweischneidiges Schwert. Wenn du kaum was auf Bank hast, zerstört es alles. Aber es ist mir einfach zu risky. Es wäre jetzt echt zu risky, das Zapdos zu spielen. Vor allem das Electric, ne? Das macht echt alles kaputt. Und das sind mit zwei Energiekarten. Ich sag's euch, das ist so unfair, dieses Electric. Ei, das andere Zapdos. Ist auch gut, nur es braucht vier Energiekarten. Hey, Detektor. Topsy weg. Electek weg. Und Trank raussuchen. Schon sind wir gut dabei. Dönerschlag. Leider diesmal Pech gehabt. Aber für Simon reicht es trotzdem. Ja, ihr merkt schon, ne? Das Electek kann einfach alles alleine zerstören. Fliegende Pikachu. Surfende Pikachu habe ich jetzt auch. Gehört natürlich nicht in das Deck. Ich glaube, die fliegenden Pikachus und surfenden Pikachus kannst du auch nicht entwickeln. Zu Raichu. Ach, Electek, du hast auch ein Pech, Kumpel. Kommt jetzt gleich doch nur das Zapdos zum Einsatz? Ne. Wahrscheinlich nicht, denn das ist ihr letztes Pokémon. Oder wollen wir es riskieren? Just for fun? Bisschen Fun haben? Komm, wir haben jetzt ein bisschen Fun. Rückzug. So, da ist es. Großer Donner! Und er trifft sogar. Er trifft sogar. Wie gesagt, ich kann meine eigenen treffen. 70 auf mein eigenes Pokémon. Da habe ich echt ein bisschen Glück gehabt. Oh nein, ich habe verloren. Tja, dumm gelaufen. Wow, Omod. Einmal wenn du das Zuges vorangriff, kannst du Omod in den Typ im Spiel für den Pokémon deiner Wahl umwandeln. Das ist ja interessant. Richtiger Transformer.
das Oma, das coole Nebulok. Das coole Apollo, meine ich. Komm mal wieder, ich freue mich drauf, den nicht anzutreten. Tja, das war auch schon das Elektrodeck. Kann ziemlich risky sein. Aber an sich ist das schon eine coole Sache. So, jetzt geht's in den Pflanzenclub mit dem einzig wahren Feuerdeck. Ich hab's ja gesagt, ich habe jetzt den Glurak. Und das ist dann natürlich auch drin. Das ist nämlich nochmal ein bisschen ummodelliert. Challenge Card. Sehen wir wieder was? Ach man. Ärgerlich. Wir haben noch den Psycho-Club, Feuer-Club, Pflanzen-Club. Ja, und das war's. So. Diese Pflanzen werden brennen. Elend nicht verbrennen. Hallo, James. Kommst du wegen einem Duell vorbei? Wir spielen um 6 Preise, wie üblich. Bitte mach es mir nicht so schwer. Scheiße. Leute, ich glaube, ich habe nicht das richtige Deck, ne? Dann werde ich kurz cutten. Ich glaube, ich habe nicht das Feuerdeck ausgewählt. Ja, habe ich nicht. Pflanze gegen Pflanze meine ich. Bis gleich. Engel, peinlich, oder? Wenn mein Pflanzenclub leitet und gegen Pflanzendeck verliert. Oh nein, da konnte ich nur verlieren. Boah, die haben mich die ganze Zeit vergiftet und ich hatte das Promo-Breezer-Floor, was halt das kuriert. Das ist halt engel witzig. Ja, aber ich wollte natürlich nicht Pflanze gegen Pflanze. Oh, das coole Slime mit der interessanten Power. So, Girl. Jetzt wirst du noch einen Nachteil haben. So, jetzt kommt nämlich das Burn in Hell Deck mit Glurak. Hallo, James. Kommst du wegen Duell vorbei? Oh ja. So, jetzt auf ein neues. Ich hätte eben Kokowai. Das war voll stark. Naja. Ui, das geile Lavados. Was die Fähigkeit jetzt, glaube ich, aber leider nicht aktiviert. Doof. Naja. Nicht die beste Starterhand. Aber müssen wir mal schauen. Genug Trainerkarten sind auf jeden Fall drin. So viel Feuerenergie ist natürlich Mist. Fühle ich schon fast den Professor auszuspielen, werde ich auch machen. Denn mir ist diese Hand einfach zu langsam. Das hat zu wenig Optionen für mich. Hier haben wir den Pokéball, wir haben Detektor, also wieder ein Professor Eich, den ich wahrscheinlich auch gleich ausspielen werde. Ja. Brauchen 3 Energiekarten, ne? Eigentlich schon. 3 Energiekarten für Münzwurf. Bei Kopf macht es dann 70 Schaden. Gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig. Das legendäre Lavados in Action. Vielleicht sehen wir sogar Charizard in der Action. Also Glurak. Das wäre natürlich auch cool. Ja, komm. Ist doch Quatsch, jetzt hier zu warten. Wie gesagt, Tempo ist so wichtig in dem Spiel. In jedem Kartenspiel. Deswegen besser früher als zu spät. Magma. Vulcano haben wir hier. Und noch so ein komisches Magma. Das lasse ich erstmal. Und nächste Runde kann Lavados angreifen. The Legendary Lavados. Zwar jedes legendäre Pokémon in der Aktion schon gesehen, nur das Arktos nicht. Oder? Doch, ich glaube, das Arktos haben wir schon mal in der Aktion gesehen. Ja, das hier ist halt echt unfair, dieses Kokowal. Das Gute ist, das legendäre Lavados ist doch sehr tanky. 100 KP. Sollte man nicht unterschätzen. So, jetzt, wenn ich Glück habe, war es das. Und ich habe Glück. Sorry, Girl. Boah, was eine geile Animation. 140. Ja. Fun and Interactive. Fällt natürlich jetzt Premium noch das Charizard raus. Hier habe ich auch nur einmal im Deck. Weil ich es halt nicht so gut finde, wie gesagt. Weil du mal 2 Feuerenergie ablegen musst. Ist nur gut mit einer doppelt farblosen. Und noch ein Bill. Und Glurak, ja, das andere Magma ist natürlich auch nice. Ponita. Und auch Galoppa, ne? Ja. Das Galoppa ist auch ziemlich gut. Finde ich persönlich.
Sturzflug, Bombardierung. Ich glaube, es war schon das Match, ne? Ja gut. Ja gut. Nee, ist ja noch ein Saison. Sie hat noch ein Saison. Ja, wenn ich auch so viel Glück habe hier in meinem Kopf mache, was ist denn hier los? Schon keine Energiekarte mehr. Wir müssen es besonders beenden, ihr Lieben. Da ist er. Da ist er. Die Karte, die 50.000 Euro wert ist. Ja, das stimmt wirklich. Die Glua-Karte ist so verdammt viel Geld wert. Das ist einfach nicht lustig. Jetzt auf jeden Fall auf Bank, tatsächlich. Na dann. Auf geht's. Nein, diesmal nicht. Okay. Wäre auch zu brutal, ne? Das immer klappt. Immer hier 70 Damage. Professor. Na gut. Die Feuerenergien hätte ich dann noch ganz gerne für Glurak. Sind wir mal ehrlich. Aber ihr sagt, der ist mit doppelt farblosen gut. Weil er, der hat halt eine Pokémon-Power, egal was du anlegst, ist für ihn Feuerenergie. Ja. Toll. Das kommt. Das blöde Giflor. Und eine doppelt farblose spendet dann natürlich auch zwei Feuerenergie. Das ist halt die logische Schlussfolgerung draus. Oh. Also dieses Lavados ist echt. Oh. Wenn man nur Pech hat. Aber es hat halt immerhin 100 KP. Ich mache jetzt alles an Glurak. Alles oder nichts. Ja, denn das Lavados hat mich soeben im Stich gelassen. Och, Giflor, ich habe so Angst. Jetzt kommt nicht Charizard. Jetzt mal ohne Witz. Warum habe ich eine Wasserenergie gezogen? Die sollte eigentlich nicht im Deck sein. Egal, was soll's. Warum ist hier eine Wasserenergie im Deck? Verstehe es wirklich nicht. So, Feuerwirbel. Zwei Energiekarten weg. 200! Aufgrund von Schwäche. Das war der höchste Schaden, den meinem alten Pokémon Trading Card Game machen konnte. Nee. 210 mit Plus Power. Ja, ne? Das sieht doch spaßig aus mit dem Glurak. Das sieht doch noch sehr viel Spaß aus, oder? Ja, gut. Haben wir Glurak mal in Aktion gesehen? Die Karte, die 50.000 Euro wert ist auf eBay. Oh nein, konnte ich nur verlieren. Bitte nimm diese Boosterpackung von mir. Ja, aber wie gesagt, man muss halt immer zwei Energien ablehnen. Das ist nur mit der doppelt farblosen. Ich muss mal gerade gucken, warum hier die. Die Wasserenergie drin ist. Mein Duell mit dir war wirklich lustig. Ich hoffe, du spielst nochmal mit mir. Ja, im zweiten Teil. Das geht ja jetzt hier nicht mit der Wasserenergie. Ah, weil ich nicht so viel Feuerenergie damals hatte. Okay. Dann mache ich es lieber so, gerade mit Charizard. Willst du ja doppelt farblos haben. Schön. Sollte ich auch noch so absaven, eine Deckmaschine. Wir müssen sowieso wechseln. Ja, das war schon ganz geil. Ich muss sagen, das Lavados hat sich erst bei mir eingeschleimt, aber dann war es halt doch blöd. Deck speichern. Yes. So, jetzt haben wir es überschrieben. Wir haben noch den Psycho-Club zum Beispiel. Da gehen wir jetzt rein. Und benutze das normale Deck. Das ist nämlich jetzt ein lustiger Counterpick, denn hier sind nur farblose Pokémon drin. Und viele farblose Pokémon haben immer Psychoresistenz. Das war der Gedankengang. Das war nicht den gleichen Fehler. Ich rüste das jetzt aus. So, und los geht die wilde Fahrt. Hallo James, ich habe mir eine neue Kartenstrategie ausgedacht und suche jemanden, in dem ich sie ausprobieren kann. Du trittst natürlich gegen mich an, oder?
Gut, das ist der richtige Geist. Du machst mich zwei glückliche Menschen. Ich spiele um 6 Preise. Ich bin schon ganz ungeduldig. Auf! Zara Psyshock. Also, mit Udo der Schwierigste aus dem Salon. Schon echt schwer zu töten. Gucken, was haben wir denn hier? Pummeluff? Dodo? Knuddeluff. Okay, damit haben wir gewonnen, weil das Knuddeluff abnormal broken ist. Stodo ist nur drin wegen Dodri. Denn Dodri hat die Fähigkeit, den Rückzug billiger zu machen, um 1. Das heißt, man kann dann beliebig hin und her switchen und ist damit sehr flexible. Ja, da ist es auch schon sehr nice. Natürlich hier wieder Scharnierer, verfolgt wieder seine billige, nervige, dreckige Strategie. Sind wir ehrlich? Ja, das ist natürlich eine geile Hand. Ich habe einfach von jeder Energie was reingepackt. Das ist halt ganz witzig. Freundschaftslied. Sehr schön. Na, 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 na. Und einfach random Kangama bekommen. Der natürlich auch eine Psycho-Resistenz hat. Den akzeptiere ich auf jeden Fall gerne meinen Rang. Ist einfach nice. Genau wie Tauros. So, und jetzt können wir hier problemlos rückziehen. Rückzugshilfe. Zur Tod, ihr auf der Bank sitzt, zahle ein weniger, um ein aktives Pokémon zurückzuziehen. Knuddeluff. Ja, wir können ja jetzt nur das Wiegenlied machen. Ist nicht optimal, aber ganz ehrlich. Passt schon so, I guess. Taubsi. Ja, Taubos ist ja auch drin. Ne? Das coole Taubos, random Taubos. Na, 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 na. Je mehr Pokémon wir auf die Bank haben, desto stärker wird der zweite Angriff von Knuddeluff. Do the wave heißt es auf Englisch. Haha. Wenn keine Zähne geknirscht. Eine Mautzie. Da Wellen rein. Do the wave. 60. Einfach die Hälfte von Scharnier abgezockt. Alles Knuddeluff ist auch komplett overpowered damals gewesen. Und es sollte wieder ein Mewtwo-Counter gewesen. Ja, natürlich hat er jetzt Glück. Oh, ich hasse es. Feine Risikodecke können mich jetzt auch vernichten. Doppelfarblos, natürlich einen farblosen Deck. Generell halt Bastard. Und das Taubsi ein bisschen ready. Geht jetzt auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Oh, doch. Ne, das ist doch super. Und auf alles eine Antwort. Guckt euch das an. Wie krass dieses Knuddeluff ist. Wahrscheinlich das beste Normal-Pokémon. Welches soll mein bestes sein? Kangama höchstens. Kangama und Knuddeluff waren damals die besten. Noch ein Taubsi. Ach, kein Platz mehr. Ja, sonst hätten wir auch nicht 60 Schaden gemacht. Und goodbye, Scharnierer. Schöne Scharnierer-Geschichte. So schnell jetzt. 2 Angriffe und goodbye. Absolut krass. Oh nein. Jetzt bin ich froh, jetzt diese Rückzugshilfe zu haben, weil wir müssen uns jetzt zurückziehen. Kennt ihr dieses beschissene Pantymos? Ihr kennt es ja mittlerweile. Taubsi, it's your turn. Wirbelwind. Jetzt wird's auch weggewirbelt. Wirbels, Wirbel und Abra kommt. Jetzt so schlau war. Oh nein! Wenn ich das Taubsi verliere, sieht es echt ein bisschen doof aus. Ja gut, okay. Jetzt tut es mir nicht mehr so weh. Ich wollte nämlich sagen, es war jetzt schon voll ausgestattet und so. Ich könnte echt mal einen Tauburger ziehen. Das war ernsthaft. Ich könnte wirklich mal einen Tauburger ziehen. Es ist einfach nur zum Kotzen, wie viel Glück die Gegner haben. Aber irgendwie muss man das Spiel schwer machen, wenn die AI generell schon nicht immer die schlauesten Entscheidungen macht. Ne? Das ist einfach mal ehrlich.
Darum packe ich immer in die Schränke rein. Boah, der ist schon voll equipped. Och Mann, ey. Ich würde jetzt Taubsi fort wechseln und wieder auf Knullluft gehen, damit es hier verschwindet. Bei Kadabra macht halt 50 Schaden. Glaube ich. Weil ich hier keine Energie mehr habe, also das Deck ist doch nicht so toll, wie ich dachte. Das Farblose. Scheinbar hat er keinen Kadabra. Vielleicht. Sag mal. Viermal hintereinander. Das ist fair. Das Kadabra liegt vielleicht beim Preisen, deswegen darf er erst recht keinen Preis ziehen. Ja. Gute Reise, mein Kumpel. Gute Reise. Tschüss. Jetzt kommt das nervige Punchmaus wieder, aber wir machen ja trotzdem 20 Schaden. Oder sterben wir jetzt? Nee, noch nicht ganz. Dann wird Zeit für Super Trank. Und tschüss, Pantymos. Ja, das Tauboga ist echt nicht so gut. 20 ist einfach zu wenig. Und da ist schon wieder das nächste nervige Abra. Ist das nicht toll? Ein Spaß für die ganze Familie. Ich war aber nicht rumgelackt. Wäre halt cool, wenn jetzt Tauber ausziehen würden. Oder endlich mal hier ein bisschen Tempo. Bill, Professor Eich. Spiegeltrick ist das dritte, ne? Ja, ist ganz geil. Ich will das Knuddelhof wieder fit machen. Rückzug 0 wegen Dodri. Oh, Dodri ist so gut. Guck dir das mal an. So, ein Schuss, Mann. Ein Abra weniger. Hangama, ich brauche Energiekarten. Jetzt kommt natürlich wieder das schissene, hässliche, nervige Pantymos. Das war auch so klar. Dass ich nicht besiegen kann. Doch, ich weiß, wie ich das besiegen kann. 200 IQ. Die Pokémon-Power geht nur, wenn er nicht am Pennen ist. Weil ja, genau. Und er schläft weiter. Sehr geil. Damit ist dann nämlich jetzt gleich Geschichte. Ah nee, ich muss ja gleich nochmal. Oh nein, was? Er hat meinen Trick durchschaut. So hat er es natürlich jetzt gerettet. Tauboga ist wieder geheilt. Fährt cool und. Och Mann, ey, viel zu viele Pokémon. Fährt cool, wenn Tauboga jetzt in Action sehen würden. Not gonna lie. Einfach von jeder Energie eins. Das ist lustig, weil farblos. Alle Energiekarten drin. Ist schon irgendwie süß. Und Relaxo geht Bahn. Das Knuddelhof ist einfach viel zu stark. Ja, Computersucher. Das bedeutet, ich kann mir jetzt Professor Eich raussuchen. Professor Eich war Tauboss, ne? Ja, beides gut. Gucken wir erstmal, was wir mit Bill bekommen. Energy! Ja, dann nur nicht mehr Tauboss. Computersuche, Tauboga weg, Mauzi weg und Tauboss. Hä, ich will lieber das andere Tauboss. Das Lustige. Das. Ich hab beide hier drin, ne? Tschüss! Fischhahn macht der. Schneidender Wind. Ja. Sehr geil. Und 20. Ja, der andere Angriff ist ein bisschen risky, aber ich will eh nur die ersten machen. So, Tauros in Action, Leute. Darauf habe ich irgendwie gewartet. Schneidender Wind. Random. Toll. Ich werde ausgehen in der Erwisch. Kann man nur so viel Glück haben, echt. Ha! Und Abra hat nur 30. Goodbye, Abra. Jetzt denkt sie wahrscheinlich Alex auf. Kann man nur so viel Glück haben.
Tja. Hey, Pointer. Die Makuni. Ich werde hier schon zum zweiten Makuni. Und... Jo. Schneidender Wind. Leider schon wieder Pantymos. Gute Mail, jetzt den zweiten Angriff machen und hoffen. Ja, dass wir irgendwie was erreichen, weil das ist mir einfach zu blöd mit dem Pantymos. Mauzi! Wäre halt nur blöd, wenn dann Kangama kommt, weil das kann ich irgendwie nicht zurückziehen. Außer ich hole mir jetzt Energiekarten, ne? Ups, ich wollte gar nicht zurückziehen. Ich wollte den Sturm machen. Wie, nicht genug Energiekarten? Ach scheiße, warum kostet es denn 4? Warum kostet das 4? Das ist voll der schlechte Angriff. Der Angriff ist echt nicht so gut. Warum kostet es denn 4? Verstehe ich nicht sowas. Na gut. Feuerenergie, Kangama. Tja. Dann machen wir weiter mit dem Quatsch. Boah, er hat nur Kangama und so, das war echt nervig. Planänderung, ihr Lieben. Jetzt ist es ausgerüstet, jetzt machen wir es doch. 20 und wir haben das Dodri. Das ist okay. Weil das Dodri nur 4 Damage macht, wenn es angeschlagen ist. Das heißt, wechsel jetzt. Geh wieder zu Knuddeluff. Das kann man nämlich einfach so wechseln. Knuddeluff macht das mal gerade wieder so. Do the wave! Da das Kangama jetzt angeschlagen ist von dem Tauboge. Ne, Tauboss war es ja sogar. Kriegen wir das auch easy down. Oh Gott. Einfach nur nervig, ganz ehrlich. Aber dafür haben wir natürlich auch eine Antwort. Und die Antwort nennt sich Tauros. Achso, jetzt hat er wieder Kangama. Haben wir denn jetzt Kangama wieder? Brauchen wir auf jeden Fall wieder einen Spieler. Denn es kann passieren, dass ich gleich keine Karten mehr habe, wenn du so weiter geht. Rückzug Knuddeluff. Gut. Wenn du deinen Kangama jetzt behalten möchtest, viel Spaß. Jetzt geht das halt wieder los mit dem blöden Simsala, ne? Nee, doch nicht. Ich dachte, der tauscht jetzt wieder die Schadensmarken aus, weil da haben wir es ja geschafft. Dann haben wir es ja doch nochmal geschafft. Boah, das war ganz schön stressig. Ja, der hatte heute auch wenig Psycho-Pokémon. Diese Psycho-Resistenz war jetzt gar nicht so krass vom Vorteil. Ich hasse das Deck vor Alex. Ist einfach nur ein nerviges Troll-Deck. Vielleicht ist das Deck nicht ausgewogen. Ich tausche eine Karte aus. Probier es noch einmal. Okay, dies ist für dich. Schau wieder, Hypno. Das habe ich nie bekommen und jetzt bekomme ich tausende davon. Genau wie Kiki. Komm, spiel noch mal mit mir. Ja, Trading Card Game 2, Kumpel. So lange musste ich gedulden. Tja, lieben Challenger. Ach man, was steht denn hier los? Warum denn nie Challenger? Es fehlt nur noch der Feuerclub, ne? Es fehlt nur noch der Feuerclub. Ich habe, da kann man Ronald McDonald trainieren. Ich sag was, wir machen jetzt noch den Feuerclub. Vielleicht der Part zwar ein bisschen länger, aber dann können wir im nächsten Part die Pokémon hier nochmal machen. Und ja, ich mach das diesmal in einem Part. Da ist das Deck. Wie gesagt, das hat jetzt nur auf Wasser. Kein Machomai mehr. Aber dafür Arctos bis zu Abwinken. Und natürlich auch noch normal Pokémon. So, Kumpel.
Ich bin Tim, der Feuerclubmeister, auf zum heißen Duell! Ein neuer Match-Duell um 6 Preise, let's go! Sieht aus wie so ein Rocket-Vorstand, ne? Echt, Tim! Sieht aus wie einer von Team Rocket. Sieht auch ein bisschen aus wie Butch, ne? Butch und Cassidy, und ich habe schon wieder ein Pflanzendeck. Ah, ich vergesse es immer. Tja, meine Pflanzen gegen ein Feuerdeck geworden. Irgendwie peinlich, ne? Es liegt daran, dass Trainerkarten einfach zu gut sind. Man kennt's ja. Wird der Vater noch länger, was soll ich jetzt machen? Dondratini, gib mir Dragonier! Warum krieg ich denn nie Dragonier? Ich weiß nicht, wie man Dragonier bekommt, ich krieg's einfach nie. Ist so dumm. So, jetzt aber. Los, Tim, jetzt richtiges Duell hier. Ja, der mit seinen Scharnieren, ey. Ich weiß nicht, warum die Clublieder alle Scharniere haben. Ich mag das überhaupt nicht. Weil es sich halt selber 80 Schaden macht. Kann man sich auch ein bisschen vorschützen mit Defender, dann macht man sich trotzdem noch 60. Und 2x16 sind auch 120 und dann tötet man sich trotzdem selbst. Und genau das hat er gemacht. Zwei Risikotecke und Scharniere stirbt. Das ist halt irgendwie Müll. Das coole Arctos, was mir schon so viele Games gebracht hat. Hä? Das ist aber gar nicht das richtige Deck. Oh mein Gott. Kampfenergie ist da hier noch drin. Wo habe ich das nicht gechanged? Das kann sein, dass ich die noch hier drin habe. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich check das gleich. Oh, ich dachte, ich habe jetzt das neue Deck. Aber eigentlich habe ich das alles rausgeschmissen. Hätte ich mal vorher geguckt. Das ist ein reines Wasserdeck jetzt eigentlich. Naja, hätte eh nicht so viel daran geändert. Wäre mehr von den Arctos von gewesen wollen wollen. Das Wasserdeck haben wir ja eh oft genug im LP gesehen, so mal ehrlich. Das haben wir ja schon oft genug gesehen. Damit haben wir ja quasi alles geschafft. Oh, jetzt muss ich Professor Eich ausspielen. Aber wenn er noch eine doppelt farblose ausspielt, bin ich ja tot. Dann war es das. Die Kampfenergie brauchen wir sowieso nicht. Falls jetzt doch das richtige Deck ist. Sieht auf jeden Fall relativ richtig aus. Ich habe noch keinen Maschok oder so gesehen. Cool. Mehr Builds braucht die Welt, mehr Professor Elch, ja, das ist schon mal geil. Da sind jetzt auch 2 Tourdogs drin. Umso besser, oder? 2-mal Tourdog. Yay! Du bist gelähmt, Kollege. Du bist gelähmt. Gelähmt, gelähmt, gelähmt. Ich will jetzt gar nicht den noch eine Wasserenergie geben, der Arctos, weil irgendwie habe ich so ein dummes Gefühl, dass der gleich Risikotackle macht. Machen wir schon mal Shiggy ready. Denn das wird gleich zum mächtigen Tourdog. Dann kann ich mir die Wasserenergie aus der Ablagestapel wiederholen, die Arctos jetzt verliert, und dann kann ich alles annehmen. Das ist so der Plan, der Masterplan. Er bleibt beim komischen Zähneknirschen, naja. Klappt aber nicht. Heute ist nicht dein Tag, Tim. Heute ist nicht dein Tag. So, und jetzt geht's ab. Tourdog, Regentanz. Oh yeah. Ja, komm. Bevor ich das jetzt wegschmeiße, hole ich mir lieber noch ein Bill. Genau mit sowas habe ich gerechnet. So, und jetzt 7 neue Karten ziehen. Schon so voll 20 Karten. So spielen wir das Trading Card Game. Tempo ohne Ende. So. Jetzt können wir natürlich hier alles ready, steady, go machen. Ne, jetzt auf jeden Fall das neue Deck. Nur ich habe die Kampfkarten komischerweise nicht rausgepackt. Irgendwie peinlich. Aber was soll's. Tourdog weg, weil ich das andere Schillock auch schon weggeschmissen habe. Ja, holen wir uns Gyarados, warum nicht? Ich will jetzt lieber das.
Aber das andere hätte halt auch nicht gereicht. So, Tanja. Dein Ende ist nah. Guck, das Arktos fetzt jetzt schon wieder alles weg. Ja, es wird immer so sein. Das Arktos hat einfach das Spiel für uns durchgespielt, ne? Wenn du das Arktos nicht habt, ne? Es hat so viel für uns gewonnen. So ein krasses Pokémon. Jetzt kommt wahrscheinlich Arcani und fetzt uns weg. Ja, das war auch klar. Das war nicht schlimm dafür, mein Turtok. Wobei ihm tatsächlich nur eine Feuerenergie fehlt. Ja, 50 reicht leider nicht, mein Freund. Das reicht leider überhaupt nicht. So, Gyarados. Jetzt machen wir hier einen Rückzug. Weil ich gönne ihnen einfach keinen Preis. Und flack, flack. 120. Gute Reise. Der maximale Schaden, den ein Turtok machen kann. Braucht ganz viel Energie, ne? Dieser Floor braucht für 60 eine weniger. Aber so ist das halt. Trank. Versuchen wir das Arktis noch ein bisschen fit zu machen. Auch wenn ich wahrscheinlich eine Benutzung mehr. Rückzug immer so teuer ist bei Arktos. Warum hat der eigentlich das Pummeluff, was man nur durch Ronald McDonald bekommt? Ist irgendwie seltsam. Naja, was weiß ich schon. Hydro Palm. Na, das Deck hat sich jetzt nicht wirklich groß viel geändert. Aber naja. Ich wollte nochmal ein Rematch mit den Clubliedern machen, warum nicht? Doppelt farblos. Für Kangama. Muss ich gleich nochmal ändern, weil die Kampfenergie gehört da jetzt wirklich nicht rein. Ups. Ach, das war's schon, ja. Lächerlich. Etwas nur farblose. Warum ist das ein Feuerdeck? Das war ein spannendes Duell hier. Das ist für dich. Aerodactyl. Schon wieder ein Dratini. Ja, mit den Dragoniers und mir, das wird einfach nichts. Hören wir echt nice Duell aus. Bis später. Ja, das war natürlich jetzt extrem fail hier mit den Kampfenergien. I'm so sorry. Gut, dann werde ich das in meine Deckmaschine speichern und dann gucken wir nochmal, ob hier jetzt was ist. Ich glaube, Challenge Cup kann ich euch doch nicht mehr zeigen im LP. Tut mir leid, aber das ist ja irgendwie nicht mehr einer. Und dann nehmen wir jetzt das Haymaker Deck und dann rasieren wir die komplett weg im nächsten Part. Das ist halt das beste Deck, was es damals gab. Supi. So, Haymaker Deck. Deck bauen. Ja. Ey, mach doch. Das geht nur darum, schnell den Sieg zu machen. Achso, jetzt wurde das abgebaut. Whatever. I guess. Das ist halt so krass, ihr Lieben. Es hat einfach nur dreimal Sichlor und keine Pflanzenenergie, weil Sichlor kann euch auch so schnell angreifen. Viermal Elektrik, viermal Nocturne. Trainer kann bis zu abwinken. Wirklich. Und Energieabsorber ist zu abwinken, dass der Gegner nichts machen kann und man selber braucht ja nicht viel und kann sofort agieren. Das soll der Trick. Gar nicht so viel Energie kann, weil die brauchen ja nicht viel. Ja, nur Sichlor, Elektrik und Nocturne. Das wird lustig. Das wird echt lustig. Und das war das beste Deck zur damaligen Trading Card Game Zeit. Von daher wird es wahrscheinlich easy, die Top 4 hier durchzuballern. Sag ich jetzt mal. Ja, die legendären Pokémon können schon lange mir. Haben wir doch schon alles gemacht. Gibt es hier noch eine E-Mail oder so? Ach, dass Ronald aber auch nicht mehr schreibt. Ach, hier gibt es das Kartenalbum, ne? Ja, da zeige ich euch das später. Glossar, ach so. Ja, das zeige ich euch natürlich im Bonuspart.
Und gibt auch ein kleines Review, ob welche Karten gut sind, welche nicht. Gut, ihr Lieben, beim nächsten Mal gibt es die Pokémon hier im kompletten Part, weil der 20 Stunden dauert. Dann dauert es halt eine Stunde. Das habe ich mir so eigentlich im Kopf gesetzt. Gut, ihr Lieben, darum auch, falls euch dieser Part gefallen hat, falls nicht, könnt ihr es mir gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!